Hallo zusammen bei Frau Weber Digital. Heute erkläre ich dir, wie du Minusaufgaben durch Ergänzen lösen kannst. Beginnen wir mit einer Aufgabe, zum Beispiel 11 minus 8. Um jetzt auf das Ergebnis zu kommen, ergänzen wir. Das heißt, wir berechnen den Unterschied zwischen den beiden Zahlen und wandeln die Minus- in eine Plusaufgabe um. Also, wir schauen, wie viel fehlt von der 8 bis zur 11. Und da die beiden Zahlen so nah beieinander liegen, ist das ganz einfach. Von 8 bis zur 11 fehlen 3. Das ist auch dann das Ergebnis unserer Minusaufgabe. Das funktioniert ganz ähnlich wie bei einer Umkehraufgabe. Das Video dazu, wo ich dir noch mehr erkläre, wie Umkehraufgaben funktionieren, habe ich dir verlinkt. Eine Aufgabe durch Ergänzen zu lösen, macht immer dann Sinn, wenn du zwei Zahlen hast, die auf dem Zahlenstrahl nah beieinander liegen. Also zum Beispiel die 9 und die 12. Wenn ich 12 minus 9 rechne, bietet es sich da auch an, die Aufgabe durch Ergänzen zu lösen. Ich wandle das wieder in eine Plusaufgabe um. Ich schaue, wie groß ist der Unterschied von der 9 bis zur 12. Also 9 plus wie viel ergibt 12. Und das ist in diesem Fall auch 3. Wir rechnen noch ein Beispiel, einmal im Zahlenraum bis 100. Und zwar 52 minus 46. Auch die beiden Zahlen liegen auf dem Zahlenstrahl nah beieinander, deswegen macht auch Ergänzen hier wieder Sinn. 46 plus wie viel ergibt 52? 46 bis 50 sind 4, bis 52 sind dann 6. Wenn du zwei Zahlen hast, die weiter auf dem Zahlenstrahl auseinander liegen, dann wählst du besser einen anderen Rechenweg als das Ergänzen. Denn der macht wirklich nur Sinn, wie gesagt, wenn die Zahlen nah beieinander liegen. Wir wollen das Ganze jetzt üben. Ich habe dir Aufgaben vorbereitet, einmal im Zahlenraum bis 20 und im Zahlenraum bis 100. Die Ergänzungsaufgabe habe ich dir auch schon immer dazu geschrieben. Los geht's. 13 minus 9, wir ergänzen. Von 9 bis 13 sind es 4. 12 minus 7. 7 plus wie viel ist 12? 7 bis 10 sind 3, bis 12 sind dann 5. Jetzt im Zahlenraum bis 100. 54 minus 48. Wir rechnen 48 plus wie viel ist 54? Rechnen erst bis zum nächsten Zehner. Von 48 bis zu 50 sind es 2. Bis zu 54 sind es dann insgesamt 6. 61 minus 57, wir rechnen 57 plus wie viel ergibt 61. Wir rechnen erst bis zum Zehner, dann fehlen 3, bis zu 61 dann 4. Das war's schon. Wenn du heute etwas gelernt hast, freue ich mich über den Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.